Hallo und herzlich willkommen zu dem Panel Brauchen wir eine humanitäre Zeitenwende? Mein Name ist Sonja Höfelmann. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Center for Humanitarian Action und möchte alle bitten, sich hinzusetzen, damit wir pünktlich starten können und unsere Online-Gäste nicht so lange vor dem leeren Bildschirm warten müssen. Ich begrüße vor allen Dingen die Gäste, Simone Schnabel, Sarah Bresson und Christian Katzer, die gleich auf die Bühne kommen und mit mir hier heute durch das Panel uns begleiten. Aber ich möchte auch Sie begrüßen, liebe Gäste im Saal und auch liebe Gäste online zu diesem Panel. Bevor wir beginnen, noch ein paar technische Hinweise, die bei dem Start ein wenig zu kurz kamen, aufgrund sozusagen des zeitlich befristeten Slots für Frau Staatssekretärin Baumann und Abgeordneten Nuripur. Zum einen gibt es in diesem Gebäude eine Maskenpflicht, die gilt hier nicht in diesem Raum. Sie können hier eine Maske tragen, müssen es aber nicht, aber wir möchten Sie bitten, die Masken auf dem Weg zur Toilette und in dem Vorraum zu tragen. Die Toiletten befinden sich im Erdgeschoss, für den, der sie noch nicht entdeckt hat. Und unten ist auch noch der Wintergarten, ein Aufenthaltsraum, wo Sie auch, sollten Sie noch vielleicht eine E-Mail schreiben müssen oder anderweitig beschäftigt sein, können Sie sich da auch gerne hinsetzen. I will now switch to English because for our online guests, this panel will be in German, but English translation is provided. To activate it, please use the world icon in your Zoom utilities bar. With the English version, we also have live captioning. To activate it, please check with the chat. They will provide further information. Please also be mindful of the housekeeping rules for our online guests that are shared, and contact the CHAR technical chat for any queries or hiccups. And if you are following us in the live stream but want to hear the panel in German, please make sure that you join the Zoom conference. And for our dear guests here at BUM, if you want to follow the conversation in English, please make sure that you have a translation device that is given out at the registration desk. With that, I will switch back to German und würde noch zwei Hinweise zu den Fragen geben. Ein sehr standardisiertes Vorgehen, wie wir es auch schon in dem vorherigen Panel hatten. Sie können sich sehr gerne mit Fragen an der Diskussion beteiligen. Dafür gibt es einerseits hier im Saal das Mikro am Ende der Veranstaltung. Wenn Sie online uns folgen, können Sie dies im allgemeinen Chat Ihre Fragen stellen oder auch vertraulich an den Nutzer Char Andrea Steinke, die in dem letzten Drittel dann die Fragen in unsere Diskussion bringen möchte. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat eine sehr lebhafte Debatte über Prioritäten der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ausgelöst. Und wir hatten das schon gehört im ersten Panel, welche strategischen Herausforderungen für die Zukunft sich stellen und haben insbesondere für diesen Bereich der Verteidigungspolitik den Begriff Zeitenwende, um diese zu diskutieren. Diese Wende könnte sich allerdings auch auf Strategien, Kapazitäten und Instrumente von Krisenprävention und Krisenengagement auswirken. Wir möchten also heute besprechen, was das bedeuten könnte für das deutsche Engagement in Krisen und Konflikten. Und neben der Wechselwirkung mit anderen Bereichen wie Frieden und Sicherheit stellt sich auch die Frage, das haben wir auch im ersten Panel schon gehört, ob sozusagen auch ein Pivot oder ein Richtungswechsel im humanitären Sektor selber braucht. Im Lichte von stagnierenden und zunehmend monopolistischen Finanzierungsbasis, eher steppenden oder inkrementellen Reformen im Bereich Lokalisierung und natürlich den gewaltigen Herausforderungen des Klimawandels, die wir alle erst am Horizont wahrnehmen, die da uns drohen. Deswegen möchten wir fragen, braucht es also eine humanitäre Zeitenwende und wollen uns da auch begrifflich natürlich abgrenzen, ob es eben diesen Pivot braucht, der die Herausforderungen in den Blick nimmt und Lösungen erarbeitet für das humanitäre System. Bevor wir damit starten, möchten wir aber erst noch einen Einblick in den Geber Deutschland werfen
und zeigen, was CHAR-Forschungsergebnisse zu einer Untersuchung ergeben haben. Dafür würde ich meinen Kollegen Ralf Südhoff auf die Bühne bitten. Soll ich links von dir? Gerne. Dann stehe ich im Weg, ich gehe mal beiseite. Jetzt klappt es nicht. Vielleicht mit dem nächsten Slide. Vielen Dank. Wir haben im Sommer eine Umfrage durchgeführt zu internationalen Wahrnehmungen Deutschlands als humanitärem Akteur. Und es gibt vier Kernergebnisse, die ich heute mit Ihnen und euch teilen möchte. Zunächst vielleicht, wen haben wir befragt? Wir haben humanitäre ExpertInnen gefragt aus 52 Ländern, die auch einen relativ diversen institutionellen Hintergrund haben, sei es UN, Rotkreuz, aber auch lokale Nichtregierungsorganisationen. Und insgesamt haben 200 Personen an dieser Umfrage teilgenommen, was bedeutet, dass die Ergebnisse eher indikativ sind und sich nicht notwendigerweise generalisieren lassen. Die erste Erkenntnis ist, dass Deutschland international als Honest Broker oder als ehrlicher Anwalt wahrgenommen wird. 50%, also über die Hälfte der Teilnehmenden, sehen Deutschland als sehr prinzipien- und werteorientierten Geber. Und wenn man die Kategorie Stimme teilweise hinzunimmt, sind es sogar 80%. Wir haben diese Aussage überprüft durch eine zweite Frage, und zwar aus welchen Beweggründen humanitäre Hilfe aus Deutschland vergeben wird. Und hatten da 6 Antwortmöglichkeiten, 3 eher altruistisch, 3 eher interessensgeleitete, und sehen auch hier, dass eine sehr große Mehrheit von 70% der Teilnehmenden eher eine altruistische Mittelvergabe aus Deutschland sieht. Allerdings, wenn man unterteilt nach Befragten aus Deutschland oder aus dem Ausland, sieht man, dass unter den in Deutschland Ansässigen tatsächlich die häufigst genannte Kategorie geopolitische oder migrationsbezogene Gründe als Motiv für die Mittelvergabe gesehen werden, während das im Ausland eher ein altruistisches Motiv war, wie die Stärkung des humanitären Systems oder der Nutzen aus der Bewältigung von humanitären Krisen. Das bringt mich zu einem zweiten Kernergebnis, nämlich dass internationale Wahrnehmungen tatsächlich deutlich positiver waren als nationale. Die Grafik zeigt, dass je nach Arbeitsort, wir kommen hier zurück zu der Frage, ist Deutschland ein ehrlicher Makler, dass Personen außerhalb von Deutschlands hier deutlich positiver diese Aussage bewerten würden. Die dritte Kernerkenntnis ist, dass Deutschlands Policy-Engagement, und Herr Köhler hatte das heute früh schon angedeutet, noch mehr gleichziehen könnte mit dem finanziellen Engagement. Wir haben untersucht, welche Rolle und Wirkung übernimmt Deutschland in der Gestaltung des humanitären Systems. Und ist Deutschlands Rolle als zweitgrößter Geber reflektiert im humanitären System? Und wir sehen hier, dass da die Teilnehmenden eher unentschieden waren. Ein Drittel stimmt dieser Aussage zu, ein Drittel stimmt dieser Aussage eher nicht zu. Etwas deutlicher wird es, wenn man auf diese Grafik schaut, die zeigt die 10 größten bilateralen Geber und ihr Einfluss auf humanitäre Policy. Und auf dieser Grafik sieht man nur diejenigen, die als sehr einflussreich wahrgenommen wurden. Dann sind auf Platz 1 USA, folgt von der EU und Großbritannien. Deutschland folgt auf Platz 4. Die vierte Erkenntnis ist, dass die Befragten kein sehr klares thematisches Profil sehen bei Deutschland als Geber und im Policy-Bereich vor allen Dingen antizipative humanitäre Hilfe. In der Umfrage haben wir Teilnehmende gefragt, von welchen 7 thematischen Schwerpunkten deutsche öffentliche Akteure besonders präsent sind. Und jeweils ein Viertel haben hier vor allen Dingen Ernährungssicherheit und WASH als besonders einflussreiche Sektoren genannt. Auf Platz 3 folgen dann Gesundheitsversorgung, Platz 4 humanitärer Schutz. Das zeigt so ein bisschen, dass sich anhand der Prozentzahlen zumindest keine sehr eindeutige Schwerpunktsetzung ablesen lässt, für welche Themen das deutsche humanitäre Engagement steht. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch für die Policy-Themen. Hier haben wir insgesamt nach 10
Themen gefragt. Auf Platz 1, nicht überraschend, antizipative humanitäre Hilfe, wird als ein Thema wahrgenommen von den Befragten, wo Deutschland sehr einflussreich ist. Auf Platz 3 und 4 folgen Triple Nexus, also die Verzahnung von humanitärer Hilfe, Entwicklung und Frieden. Und tatsächlich auf Platz 3 Grand Bargain Commitments. Damit übergebe ich an Ralf, der neben den Survey, die wir benutzt haben, auch noch ein paar Interviewergebnisse teilt. Genau, sehr gerne. Vielleicht auch ganz kurz zur Methodik. Wir wollten herausfinden, auch unter der Fragestellung, wenn es einen humanitären Aufbruch in und auch durch Deutschland braucht und Reformen, die ja vielfach diskutiert und aber seit Jahrzehnten nur sehr langsam vorwärts kommen, wo steht eigentlich die humanitäre Hilfe? Wie werden ihre Stärken und Schwächen eingeschätzt? Was hat sie vor allem im Policy-Bereich auch zu bieten? Wo steht sie auf diesem Weg, wie wir es genannt haben, auf diesem langen Weg vom großen Payer, aber eben auch zum Player? Ganz kurz zur Methodik. Auch hier, wir haben 37 Interviews geführt, insbesondere in westlichen Hauptstädten, in Hubs, in New York, Genf. Die Interviews waren zu ungefähr der Hälfte mit Regierungsvertretern und Vertretern der Europäischen Kommission, 10 Nichtregierungsorganisationen, lokale, internationale und Roter Halbmond, 2 wissenschaftliche Interviews und 5 UN-Repräsentanten haben wir versucht, so eine gute Balance zu finden. Schwerpunkt der Gespräche, muss man klar sagen, war entsprechend eher der globale Norden und Perspektiven aus dem globalen Norden bisher. Die Ergebnisse von diesen Interviews spiegelten auf der einen Seite sehr, sehr viel, was auch in der Umfrage zuvor herauskam, und insbesondere Ergebnisse über dass man ein großes Potenzial sieht Deutschlands, nämlich in einer Rolle als glaubwürdiger Akteur im Vergleich zu vielen anderen, auch Top. Aber gleichzeitig nicht unbedingt sieht, dass dieses Potenzial bisher hinreichend genutzt wird. Und auch in diesen Interviews konnten wir natürlich auch ausführlicher darauf eingehen, was könnten die Ursachen dafür eigentlich sein und was könnten Stellschrauben sein. In aller Kürze dazu vielleicht so 5, 6 Kernaussagen, die wir versuchen zu beleuchten, jeweils an so 1, 2 Schlüsselzitaten, die dann stellvertretend sind für das, was wir ansonsten gehört haben und sich in unserem Papier wiederfindet. Also erstens zur Frage von der Motivation, warum ist Deutschland eigentlich in so einer speziellen Rolle, auch jenseits von dem Geld, was es vielfach gibt, ganz massiv, wie Sonja auch von der Umfrage sagte, die Frage, auch wenn man offen fragte, was ist eigentlich ein Charakteristikum deutscher humanitärer Hilfe, ohne auf dieses Thema selbst einzugehen, a very principled donor, sehr oft die Antwort. Große Mehrheit der Befragten verbindet das in der Tat auch damit, dass man sich erhofft, dass Deutschland im positiven, im Reformsinne eine Führungsrolle übernehmen könnte im Policy-Bereich auf Basis einer sehr großen Glaubwürdigkeit. Inwieweit nutzt Deutschland dieses Potenzial schon, haben wir gefragt. Da gibt es in der Vergangenheit und mit Blick auf Retroperspektive relativ klare Aussagen. Eine von Jan Egeland in einem Event mit uns war relativ klar: When you came to Berlin 5 years ago, there was not much to discuss. Also damals noch ein sehr großes Ungleichgewicht zwischen dem damals ja auch schon deutlich höheren Funding und dem Policy Impact. Was aber ist der Stand heute? Es gibt ein klares Bild in der Hinsicht, dass Deutschland mit einem thematischen Profil, wenn man fragt, was bewegt Deutschland eigentlich international an Themen und was könnte ein Profil sein, ein Thema massiv kommt in den Gesprächen, auch wenn man nicht direkt danach gefragt hat, nämlich in der Tat seit 2021 antizipative Hilfe, dass man das verbindet mit dem Profil Deutschlands, was es eigentlich verändern möchte im humanitären System. Wenn man dann weiter fragt, was sind denn ähnliche Themen, dann wurde es sehr viel dünner oder sehr viel diverser. Mit der Schlussfolgerung im Grunde zur Frage von der thematischen Strategiefähigkeit, die hier ein Geberrepräsentant aus dem europäischen Kontext klar sagte, dass man eine Wahrnehmung hat. Deutschland hat im Moment noch nicht die Fähigkeit, auch personell nicht, so wie Großbritannien, USA, ECHO, alle Themen zu bespielen. Aber es gibt auch zu wenig Priorisierung, welche Palette von kleineren, mehreren Themen man dann priorisieren will nach dem Vorbild der antizipativen Hilfe. Das gilt übrigens auch für die Themen, die in der deutschen Strategie benannt wurden. Deutschland hat 2019 sich ja seine letzte Strategie gegeben. Teils ging man noch davon aus, ja, Thema 1, humanitärer Zugang, hat man teils wahrgenommen, Call for Action im UN-Sicherheitsrat, aber die anderen beiden Themen, Innovation, humanitärer Hilfe und vergessene Krisen, quasi kein Feedback dahin. Insofern, Strategiefähigkeit Deutschlands
über Themen relativ begrenzt eingeschätzt in diesen Interviews. Bei den Ursachen ging es schon auf das Stichwort mangelnde Priorisierung ein, aber auch eine Einschätzung, wo hat sich Deutschland eigentlich entwickelt und wo gibt es noch Lücken. Es gibt ein ganz massives Lob und eine sehr positive Wahrnehmung von Deutschlands Präsenz, dass man in quasi allen wichtigen Foren mittlerweile ist, dass man in den UN-Aufsichtsgremien sehr, sehr aktiv ist, dass Deutschland sehr gut vorbereitet, sehr professionell in diese Meetings geht. Aber immer wieder kommt es auf die Frage zurück, es ist eigentlich nicht so ganz klar, welche Themen und welche Agenda Deutschland dort bewegen will, was Deutschland dort genau versucht zu erreichen. Das zusammengefasst in einem Satz hierzu, auf den Sonja Hövelmann auch in ihrem Grand Bargain-Papier ausführlich eingeht. Ein anderer Aspekt, den ich noch kurz teilen will, ist, auf zwei Ebenen kann man sich ja das Thema Einfluss anschauen, Soft Power und Hard Power. Was wir in unserem Papier tun, Hard Power verstanden im Sinne von militärischer, finanzieller, wirtschaftlicher Macht, um Dinge zu erzwingen. Soft Power dazu im Gegensatz eher über Glaubwürdigkeit, über Überzeugungskraft und so weiter. Dort zwei Defizite klar benannt in vielen Interviews. Es sei fast erstaunlich, wie wenig Deutschland seine Hardpower, seine finanziellen Einflussmöglichkeiten nutzt, um Reformen, um Veränderungen voranzubringen. Dort, anders als vielleicht in manch anderen außenpolitischen Aspekten, der Wunsch nach mehr Führung, nach mehr Klarheit, nach mehr Prioritäten und auch Druck, sich zu bewegen. Auf der anderen Seite aber auch mit Blick auf Softpower. Ein großes Defizit, dass Deutschland in diesem Bereich Vernetzung, Glaubwürdigkeit, Allianzen schmieden noch große Defizite hätte. Sehr plakativ, ein Kollege in New York von einem sehr großen Geber sagt, ich bin da eigentlich nie eingeladen von der deutschen Botschaft. Das funktioniert sehr anders offenbar als mit anderen. Wir haben vorhin schon kurz über Schweden gesprochen. Große Differenz dazu, wie mancher von den kleineren Geberstaaten traditionell diese Dinge, Policy-Bereich, bespielt. Und auch ein Hinweis schon auf strukturelle, letzter Punkt, strukturelle Herausforderungen zu sagen. Deutschland hat eine massive Rotation, hat ein massives Personaldefizit und darüber ist es sehr schwer, diese Softpower zu entwickeln, weil sich keine Netzwerke ergeben, weil sich keine persönlichen Bindungen aufbauen durch zu schnelle Rotation und so weiter oder auch zu große Differenzierung in den Zuständigkeiten. In den großen Botschaften, wenn sie denn mal existieren, gibt es ja Zuständigkeiten BMZ. Das BML ist teils für Ernährungsfragen und damit auch Entwicklungsfragen zuständig und natürlich BMZ, AA und so weiter. Sonja Hövelmann und ich sind in unserem Papier dann, um das in aller Schnelle zusammenzufassen, zu Kern diesen Empfehlungen gekommen, die auf diesen kurz gezeigten Zitaten basieren. In aller Schnelle ist einmal zu benennen, eine viel stärkere thematische Priorisierung wäre notwendig, um nach dem Beispiel, wie man es in der antizipativen Hilfe sehr strategisch, sehr gut gemacht hat, einen größeren Einfluss zu haben in manchen Bereichen, wenn man nicht alle besetzen kann. Deswegen Priorisierung von Topics, die man klar strategisch definiert und dann auch kommuniziert hat. Bessere Zusammenarbeit mit anderen Partnerinnen und Partnern und Ausbau über diese Soft-Power-Skills, die wir genannt haben. Aber auch, es wird nicht gehen ohne mehr Personal, deutlich mehr Personal in diesem Bereich und weniger Rotation, um auch Wissensmanagement aufzubauen und Know-how nach Vorbild anderer Geber. Und all das müsste dann idealerweise in der neuen Strategie münden, die ja nächstes Jahr zu schreiben ist. Viel Erfolg damit und wie das alles umgesetzt werden kann, das darf jetzt unser Panel beantworten, glaube ich. Aber das ist zum Glück nicht mehr meine Aufgabe. Was muss ich noch machen? Den mitnehmen und den Tisch mitnehmen. Und komm, oder? Genau, vielen Dank. Ihr dürft gerne hochkommen. Genau, mit diesen Voraussetzungen startet Deutschland also in eine Diskussion um eine veränderte Ausrichtung der Außenpolitik und auch die Erarbeitung der nationalen Sicherheitsstrategie. Dafür freue ich mich ganz besonders, Sarah Brisson auf dem Panel zu begrüßen. Mit dir würde ich gerne starten, Sarah. Vielleicht zur Einführung. Sarah Brisson ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Global Public Policy Institute. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen vor allen Dingen internationale Sicherheit, Konfliktprävention und die Rolle von Technologie und Vorausschau in der Außen- und Sicherheitspolitik.
Nebenbei sortiert sie auch noch die Debatten um die nationale Sicherheitsstrategie als Redaktionsmitglied von 49 Security. Und wenn sie das nicht macht, versucht sie auch noch, sich für einen besseren Thinktanking-Sektor einzusetzen. Vielen Dank, dass du heute da bist, Sarah. Wie gesagt, du verfolgst intensiv die Debatten um die, um das Schreiben einer ersten nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands. Und die Einschätzungen mehren sich, dass tatsächlich es nicht nur finanziell, sondern auch thematisch zu einem Spannungsfeld kommt, statt zu einer wechselseitigen Dynamik zwischen Deutschlands verteidigungs- und außenpolitischer Zeitenwende versus dem entwicklungspolitischen und humanitären Engagement. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben aus deiner Sicht, wie inklusiv die Debatten und Diskussionen um die Zeitenwende sind und welche Rolle humanitäres und menschliche Sicherheit dabei spielt oder ob diese Bereiche trotz Rhetorik gerade vergessen werden. Ja, vielen herzlichen Dank, Sonja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich bin zwar eher normalerweise im Security- und Peace-Bereich unterwegs, aber die Verbindung zum Humanitären ist auch quasi der Teil des Nexus, der mich in meinen Projekten oft beschäftigt und mir auch sehr am Herzen liegt. Deswegen sehr, sehr schön, dass wir das hier heute diskutieren können. Die nationale Sicherheitsstrategie Zeitenwende ist, glaube ich, generell angekommen, dass das gerade was ist, was über Deutschland hinaus auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich habe beispielsweise ein Interview mit Roderich Kiesewetter, Sicherheitspolitiker der Union, gestern gehört, der gesagt hat, die Zeitenwende hätte eigentlich nach der Invasion Russlands beim ersten Mal anfangen sollen. Und damals hat es dann angefangen, dass deutsche Politikerinnen und Politiker gesagt haben, jetzt müssen wir mehr internationale Verantwortung übernehmen und Deutschland ändert sich und wir sind jetzt strategisch anders unterwegs. Aber das hat nicht so richtig geklappt. Also wir sind da nicht so richtig vom Fleck gekommen und deswegen haben wir jetzt Zeitenwende. Es wird diese nationale Sicherheitsstrategie geschrieben und eine Nachricht, wie du das gerade auch angesprochen hast, die wir von Anfang an versucht haben durchzubringen, ist, was bedeutet Strategie? Strategie bedeutet Ziele setzen und Ressourcen strategisch einsetzen. Das bedeutet auch, wo kann man nicht mehr so viel investieren und wo will man jetzt investieren, ja? Und ich habe das Gefühl, wenn man die Debatte so dazu beobachtet und auch bei den Verantwortlichen in der Regierung und in der Politik nachhakt, da sind die Antworten immer noch sehr viel, nein, 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 das ist alles weiterhin die gleiche Priorität und alles, was wir jemals gemacht haben, hat die gleiche Priorität und dadurch ändert sich nicht viel. Das finde ich persönlich nicht besonders glaubwürdig, weil ich meine, es sieht so aus, wir haben die Debatten in Deutschland aktuell, dass international wirtschaftlich aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die Auswirkungen sieht es nicht besonders rosig aus, in Deutschland nicht und darüber hinaus auch nicht. Wir sehen jetzt auch schon in den Haushaltsverhandlungen, dass alles, was irgendwie über dieses Jahr hinausgeht, da heißt ja, müssen wir erstmal gucken, ob dann so wirklich. Aber das hat sich noch nicht übersetzt in wirklich veränderte politische Prioritäten und auch eine Ehrlichkeit darüber, was ist die Konsequenz, wenn man jetzt eben so viel in andere Bereiche, Verteidigung ist ein Punkt, investiert, wie das gestern auch beispielsweise die Verteidigungsministerin bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik gesagt hat, dass da auf jeden Fall noch viel Luft nach oben ist. Das heißt, menschliche Sicherheit ist politisch, du hast speziell danach gefragt, wird meines Erachtens definitiv im Zentrum dieser Sicherheitsstrategie stehen. Die Frage ist nur, was bedeutet das? Und im Weißbuch 2016 stand auch schon menschliche Sicherheit im sicherheitspolitischen Weißbuch der deutschen Bundesregierung. Aber das ist ganz witzig, da war das so ein Kasten. Also man kann, wenn man Steuerung F danach sucht, findet man irgendwo so einen grauen Kasten. Übrigens, menschliche Sicherheit, das ist das. Ne? So. Das ist hoffentlich nicht dieses Mal das Niveau. Aber gleichzeitig, glaube ich, kommt es darauf an, woran werden wir erkennen, dass das mit der menschlichen Sicherheit wirklich ernst gemacht wird. Werden die Ansätze, die vor dem russischen Angriffskrieg in der Analyse richtig lagen, weil sie menschliche Sicherheit als Analysebrille angelegt haben, werden die sich weiterhin durchsetzen? Weil da war es ja auch schon so, jetzt, wenn man sich den Wahlkampf, den letzten, anschaut und die Parteien da im Wahlkampf, die Parteien, die gesagt haben, Nord Stream 2 ist ein Problem, diese ganzen Dinge, die jetzt ein Problem sind, die haben das so gesehen, weil die eben darauf geguckt haben, wie geht es
Betroffenen, potenziell Betroffenen in der östlichen Nachbarschaft und was sind deren Sorgen? Und das ist ja im Prinzip der Ansatz der menschlichen Sicherheit. Und wenn man das dann weiterhin auch weiterdenkt, noch weiter in eine feministische Außenpolitik, die gerade stark in der Diskussion ist, dieser Ansatz, wo wir gesehen haben, der lag analytisch richtig, wird das in der Bedrohungsanalyse, die wahrscheinlich in der Sicherheitsstrategie vorkommt, auch im Zentrum stehen? Und wird das dann auch in den Konsequenzen ausbuchstabiert, was das heißt, wie sich beispielsweise, wie ich gesagt habe, die Prioritätensetzung entwickelt? Und für mich ganz wichtig, traut man sich, Prioritäten zu setzen? Mhm. Dabei würde ich es jetzt erstmal belassen. Vielen Dank. Ja, gerade wenn es dann ans Finanzielle geht, wird es dann natürlich interessant. Die Frage nach menschlicher Sicherheit spielt auch eine sehr große Rolle in der Arbeit von Simone Schnabel. Auch herzlich willkommen an dich. Für euch, sie ist Doktorandin bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, wo sie vor allen Dingen zum Thema afrikanische Sicherheits- und Friedensarchitektur forscht. Davor war sie bei der GIZ tätig als Beraterin und Portfolio-Managerin. Und sie hat außerdem zusammen mit Antonia Witt gerade eine Studie zur friedenspolitischen Kohärenz in Mali und in Niger veröffentlicht, wo unter anderem Wahrnehmungen und Handeln der Bundesregierung untersucht wurden. Eine sehr spannende Studie, kann ich jedem empfehlen, sie zu lesen. Vielleicht magst du uns heute einen kleinen Einblick geben. Was zeigen eure Forschungen im Sahel, wie Deutschland für sein Krisenmanagement wahrgenommen wird und wie gut ist Deutschland dafür aufgestellt? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und die spannende Diskussion bisher. Genau, du hast es schon angesprochen. Wir haben diese Studie gemacht im Auftrag des Beirats Zivile Krisenprävention und Friedensförderung zum Thema friedenspolitische Kohärenz des deutschen Regierungshandelns in Mali und Niger, zusammen mit meiner Kollegin Antonia Witt und auch zwei Forschern aus der Region, Baba Dakono aus Mali und Abdul Karim Saidu aus Burkina Faso, die vor allen Dingen eben auch die lokalen Wahrnehmungen des deutschen Engagements in Mali und Niger erhoben haben. Und ganz ähnlich der Ergebnisse, die eben auch schon vorgestellt wurden, haben auch wir festgestellt, dass Deutschland insgesamt einen recht guten Ruf genießt als ehrlicher Broker und sozusagen auch positiv wahrgenommen, dass deutsches Engagement nah an der Bevölkerung ist durch landwirtschaftliche Projekte und so weiter und auch relativ kohärent und im Einklang mit den 2017 verabschiedeten Leitlinien der Bundesregierung, die unter anderem eben in denen sich die Bundesregierung auf gemeinsame Prinzipien wie zum Beispiel die Achtung der Menschenrechte, aber auch einen inklusiven und kohärenten Ansatz in der Zusammenarbeit verpflichtet hat. Also insgesamt wird das deutsche Engagement positiv wahrgenommen, allerdings auch nur ein Teil des Engagements, nämlich die deutsche Beteiligung im sicherheitspolitischen Bereich, also insbesondere im Rahmen von MINUSMA und aber vor allen Dingen innerhalb der EU-geführten Missionen, wird nicht als Teil des deutschen Engagements gesehen und auch nicht als kohärent mit den in den Leitlinien verankerten Prinzipien. Es gibt also durchaus einen Widerspruch innerhalb dessen, was Deutschland vor Ort tut und insbesondere eben die sicherheitspolitische Beteiligung wird nicht im Einklang mit den Leitlinien gesehen. Und dazu muss man sagen, dass eben vor allen Dingen diese EU-geführten Missionen, insbesondere auch im Niger, auch nicht als EU-geführt wahrgenommen, sondern als Frankreich-geführt wahrgenommen wird. Und hier komme ich jetzt auf die Strategiefähigkeit zu sprechen. Hier wird nämlich dann auch von lokalen Akteuren eine Strategielosigkeit der Bundesregierung wahrgenommen, weil man sich eben fragt, naja, was will Deutschland eigentlich, wenn es in den bilateralen Projekten ganz andere Ziele, die viel näher an den lokalen Bedürfnissen sind, umsetzt und aber das sicherheitspolitische Engagement dazu im Widerspruch steht. Und was sind denn dann eigentlich die Interessen Deutschlands in der Region? Und ich denke, dazu werden wir auch noch mehr diskutieren. Und vielleicht noch als Ergänzung auch dazu, es wurde eben schon angesprochen, deutsches Engagement erfolgt immer sehr
geleitet eben von Ressortprinzip und wer ist verantwortlich. Und das ist eben gerade für lokale zivilgesellschaftliche Akteure, aber auch lokale Umsetzungsorganisationen, die, denke ich, ja heute auch hier vor Ort sind, problematisch, nämlich dann, wenn es keinen gemeinsamen Ansatz und keine politische Gesamtstrategie für Krisen- und Konfliktkontexte gibt, wie wir es in Mali und in Niger mit einem sehr breit aufgestellten deutschen Engagement haben. Vielen Dank. Ich hätte noch eine Nachfrage, und zwar in der Studie kommt ihr zu dem Ergebnis, dass das Verständnis von Stabilisierung auch ein zentraler Reibungspunkt ist. Dass, genau, ich zitiere mal, Stabilisierung ist damit aus Sicht der Bundesregierung ein zentrales Instrument zur Förderung von nachhaltigem Frieden. Jedoch bestehen nach wie vor zwischen den Ressorts unterschiedliche Verständnisse dessen, was Stabilisierung ist und wie es zu nachhaltigem Frieden beitragen kann. Vielleicht genau, kannst du dazu noch ein bisschen genauer was sagen, denn gerade diese Abgrenzung und das Verständnis von was meinen wir mit Stabilisierung und dann auch in der Abgrenzung im Bereich Triple Nexus von humanitärem Engagement sind ja ganz zentral, damit es nicht zu einer großen Vermischung kommt. Mhm. Genau, wir haben in der Studie festgestellt, also wir haben sehr viele Interviews geführt mit RegierungsvertreterInnen vor Ort und in Berlin. Und eben auch mit staatlichen und nicht staatlichen Durchführungsorganisationen und haben gemerkt, dass es durchaus unterschiedliches Verständnis im Auswärtigen Amt versus zum Beispiel das BMZ gibt, was Stabilisierung heißt und wer da wie konkret beiträgt, was jetzt nicht unbedingt zu Widersprüchen führt, aber es führt dann zu Inkohärenz, wenn nämlich zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit, die ja vor allen Dingen auf staatlicher Zusammenarbeit beruht, zu wenig beachtet, dass dieser Staat, den man aufbaut und den man unterstützt, auch Teil des Konfliktes ist und Teil der Konfliktursachen. Also ich denke, wir müssen uns für die Zukunft viel genauer anschauen, wo hat eben Stabilisierung nicht die Effekte, die wir brauchen. Und wir sehen es ja jetzt, leider ist der Sahel die traurige Realität, die ja genau diese Stabilisierung in Frage stellt. Also wir hatten in den letzten Jahren, hat die Bundesregierung immer mehr Mittel in Mali gesteckt, sowohl das BMVG als auch BMZ, und gleichzeitig sind auch die humanitären Mittel gestiegen. Also deswegen auch nochmal hier in diesem Rahmen, wie wichtig es eben ist, nicht nur mehr Geld für humanitäre Hilfe zu fordern, sondern auch zu fordern, dass es effektiv im Sinne von, es muss eingebettet sein und friedenspolitisch kohärent sein, weil wenn wir aufhören, darüber nachzudenken, wie können wir Prävention sinnvoll umsetzen und in ein Gesamtkonzept integrieren, dann können wir immer mehr humanitäre Hilfemittel bewilligen, ohne dass sich eben was an den Grundursachen und an den, und wir wissen ja auch, humanitäre Hilfe ist ja zu 80% in Krisen- und Konfliktkontexten. Und umso wichtiger ist es eben, dass es im Rahmen des Engagements wie der Bundesregierung, aber auch international, aber jetzt in dem Fall spreche ich vor allen Dingen von der Bundesregierung, eine Gesamtstrategie gibt, wie das vor Ort umgesetzt werden kann. Vielen Dank. Höchste Zeit, unseren dritten Panelisten auch vorzustellen. Neben mir sitzt Christian Katzer. Er ist seit 1999 für MSF, Ärzte ohne Grenzen, tätig, unter anderem in medizinisch-operativen Projekten in Afghanistan, Somalia, Osttimor, zumindest zu Beginn. Danach vor allen Dingen auch in der Geschäftsstelle in Berlin in leitender Funktion, aber immer auch mit Bezug zum Projektmanagement und den Operations. Und nun seit 2 Jahren Geschäftsführer der Berliner Sektion. Auch herzlich willkommen, Christian. Wir haben, glaube ich, in den beiden Beiträgen vor allen Dingen ein Plädoyer für mehr Vernetzung gerade gehört. Die gibt es auch, oder diese Initiativen gibt es auch aus dem humanitären Sektor selbst, wenn man sich die Verzahnung von Humanitären mit EZ und Friedensarbeit im Triple Nexus anschaut. Auch im Grand Bargain wird das gefordert.
Nun bin ich mir sicher, du hast schon einen Satz auf den Lippen zu der Rolle von humanitärer Hilfe und wie präventiv und stabilisierend sie sein sollte. Vielleicht magst du ein bisschen sagen, wie ein Akteur wie MSF auf diese Themen blickt. Ja, ich glaube, es kann ein spannendes Panel werden, wenn ich, was ich bis jetzt so gehört habe. Kann da nicht zu allem zustimmen, aber das können wir ja später nochmal machen. Vielleicht aber nochmal anfangen zu diesem ganzen Zeitwende-Motto, wo ich merke, wenn ich dieses Zeitwende höre, da gehen bei mir so ein bisschen die Nackenhaare hoch. Und zwar einfach aus dem Grund, dass dieser Begriff Zeitwende, der erst dieses Jahr entstanden ist, ganz klar humanitäre Hilfe mit politischen Ambitionen, mit militärischen Lösungen zusammenführt, was aus der Sicht von einem humanitären Akteur einfach wirklich extrem gefährlich ist für die Arbeit, die wir machen. Ja, wenn Olaf Scholz im Juni diesen Jahres sagt, dass damit sich die Ukraine verteidigen kann, werden wir mit finanziellen Mitteln, mit humanitärer Hilfe, aber auch indem wir Waffen zur Verfügung stellen, die Ukraine dringend braucht, stärken, dann ist das eine Vereinnahmung und eine Vermischung von politischen Zielen mit humanitärer Hilfe, was einfach an sich nicht sein darf, was dazu führt, dass humanitäre Akteure halt sich exponiert sind, ja, einfach durch solche Aussagen, was dazu führt, dass es immer wieder zu auch tödlichen Verwechslungen sozusagen kommt, ja, und Angriffen auf humanitäre Helfer, weil sie halt aufgrund der politischen Äußerungen von zum Beispiel in dem Fall Scholz in eine andere Kategorie geschoben werden, weil humanitäre Hilfe an sich immer bedingungslos und unabhängig sein muss. Und dieser Verlinkung zu politischen Zielen, wie ich gesagt habe, ist schon extrem gefährlich. Und das haben wir jetzt auch wieder gesehen bei den G7-AußenministerInnen-Treffen Anfang November. Wieder das Bekenntnis, dass die Ukraine zur Linderung des Leids ihrer Menschen und zur Wahrung ihrer Souveränität und der territorialen Integrität weiterhin finanzielle, humanitäre, verteidigungspolitische und rechtliche Unterstützung leisten muss. Also auch da wieder so eine totale Vermischung von politischen Zielen und dem humanitären Ansatz. Und wir haben das ja in vielen Kontexten gesehen, ja, also nicht zuletzt Afghanistan einfach als so ein Hau-drauf-Beispiel, was immer wieder rausgezogen wird, wo halt diese Vermischung von politischen Zielen und humanitärer Hilfe nicht funktionieren kann, ja? Wo dann mit der Machtübernahme der Taliban halt einfach ganz klar alle Organisationen, die irgendwie vermischt gearbeitet haben, ihre Arbeit einstellen mussten in dem Moment, weil einfach nicht klar waren, sehr bildlich gesprochen, die Taliban sagen, okay, welche Seite stellt ihr denn? Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr hier politisch gearbeitet? Habt ihr Schulen aufgebaut? Habt ihr die vorherige Regierung unterstützt oder habt ihr humanitäre medizinische Hilfe geleistet? Jetzt müsst ihr euch mal entscheiden. Dann entscheiden wir für euch. Und es halt ganz wenige Akteure nur gab, die halt ganz klar bei den humanitären Prinzipien geblieben sind und die konnten auch weiter arbeiten. Und das ist für mich gar keine Überraschung, ja? dass diese ganz klare Trennung einfach extrem wichtig ist und deswegen auch so eine Sachen wie beim Nexus oder so, wir sehen da als MSF extrem große Risiken, die Sachen zusammenzuziehen und zu vermischen, einfach weil es klar nochmal für alle beteiligten Akteure, sowohl bewaffnete Gruppen, Regierung, als auch zivilrechtliche Organisationen oder Zivilorganisationen, als auch Hilfsorganisationen, ganz klar erkennbar sein muss, was mache ich hier und warum mache ich das, ja? Und nur dadurch, durch diese Abgrenzung, kann humanitäre Hilfe erfolgen. Also da würde ich dann schon mal ein bisschen widersprechen, was du vorhin gesagt hast, also dass wenn in Mali halt die humanitäre Hilfe aufgestockt wird, ist prinzipiell erstmal gut und dass man damit kein Ziel erreicht, außer dass man Menschenleben rettet nebenbei, ist total okay, das ist gewollt, so funktioniert humanitäre Hilfe und das einzige Ziel ist halt die Rettung von Menschen und was drumherum passiert, ist eine ganz andere Geschichte, dass das mit ineinander verzahnt ist und immer wieder aufeinander aufbaut. Ich glaube, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, weil einfach das total wichtig ist, wie kann sich denn eine deutsche Außenpolitik anders aufstellen, um zum Beispiel humanitäre Hilfe zu unterstützen. Und da sehen wir schon, auch aus unserer Perspektive, als halt ein medizinischer Akteur in ganz vielen Ländern, durchaus Möglichkeiten, wie sich die Bundesregierung anders aufstellen könnte, um humanitäre Hilfe zu unterstützen. Und vielleicht nur ganz kurz noch eine Lanze zu brechen. Die beiden Studien, die gerade vorgestellt wurden, die zeigen das ja auch, dass die humanitäre Hilfe der deutschen Regierung als recht unabhängig wahrgenommen wird. Und ich glaube, das sollte auch so bleiben. Und in dem
halt die Bundesregierung jetzt vermehrt, hier Scholz im Juni und dann Baerbock im November, so eine Vermischung anstrebt, da schießt sich die deutsche Außenpolitik ein Eigentor, finde ich. Vielen Dank. Vielleicht können wir da gleich noch mal drauf zu sprechen kommen in der zweiten Runde. Ich würde gerne noch mal, Simone, dich fragen. Die genannte Studie kommt ja, du hast es auch schon angedeutet, zu dem Ergebnis oder recht klaren Ergebnis, dass es eine gewisse Strategie und Kohärenzlosigkeit bei den Ministerien in der Afrikapolitik gibt. Vielleicht magst du noch ein bisschen aus der Länderperspektive sagen, wo es hakt und was eigentlich nötig wäre, um das zu verbessern. Das mache ich gerne und gehe auch noch mal kurz auf Herrn Katzer ein. Mein Plädoyer hier war natürlich jetzt nicht, es gibt genügend Geld oder für die humanitäre Hilfe, sondern was ich sagen wollte, ist, dass die Zahl der Geflüchteten, die Zahl der die humanitären Bedarfe immer weiter gestiegen sind, ist ja sozusagen Ausdruck und Konsequenz einer Stabilisierung und eines sicherheitspolitischen Engagements, was gescheitert ist. Warum gibt es humanitäre Bedarfe? Weil es in diesen Ländern immer mehr Gewalttaten von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren gegen die Zivilbevölkerung geht. Und natürlich ist es gut und wichtig, dass ein Akteur wie Deutschland und andere Länder sich weiterhin engagieren. Das ist total wichtig, aber worauf ich anspringen möchte und was wir eben in der Studie auch genauer untersucht haben und festgestellt haben, es gibt, und da docken wir an diese Nexus-Debatte, es gibt relativ viel Koordination auf der operativen Ebene. Also man versucht durch Instrumente wie GAAP oder auch den Arbeitsstab Sahel, also institutionalisierte Formate, in denen die Kernressorts miteinander sprechen und sich koordinieren, sich besser abzustimmen. Und da ist auch viel passiert seit anderen, sage ich mal, Stabilisierungseinsätzen wie beispielsweise Afghanistan. Was aber fehlt, ist sozusagen eine inhaltliche Unterfütterung und ein strategischer Überbau, nämlich wie kann die Bundesregierung gemeinsam mit den verschiedenen Ressorts, also wie trägt man insgesamt zu dem Ziel, nachhaltig Frieden zu schaffen bei, und zwar durchdeklariert in einer Theory of Change und einer Wirkungsanalyse, und die eben auch berücksichtigt, dass die verschiedenen Instrumente vielleicht negative Wechselwirkungen haben. Und wie reagiere ich darauf? Also ich komme nochmal auf die Strategiefähigkeit zu sprechen. Dafür braucht es eine strategische Reflexion, die das sozusagen durchdeklariert, wo wollen wir hin mit dem Engagement in Krisen- und Konfliktkontexten, mit einem substanziellen Engagement von mehreren Ressorts, wie es eben zum Beispiel in Mali und Niger der Fall ist. Und dann muss ich das auch evaluieren. Und jetzt sehen wir das ja an der Debatte, verschieben wir unser sicherheitspolitisches Engagement nach Niger. Ja, dafür müssen wir uns aber auch noch mal genau anschauen, was in Mali schief lief. Und wir haben seit 20 Jahren EU-geführte Missionen. Die wurden noch nie mal systematisch extern unabhängig evaluiert. Und sowas ist doch wichtig, um sozusagen weiterhin strategische Entscheidungen zu treffen. Und gleichzeitig braucht es noch viel mehr Verständnis und Analyse des lokalen Konfliktgeschehens. Und das alles muss sozusagen auch in die humanitäre Hilfe, aber auch in andere Politikfelder einfließen. Ja, vielen Dank, Simone. Vielleicht Sarah, zu dir. Ich habe ein Zitat gelesen von Wolfgang Schmidt, dem Chef des Bundeskanzleramts, wonach Deutschland noch ein Teenager ist in seiner Führungsrolle im Bereich Sicherheits- und Außenpolitik. Gleichzeitig soll die neue Sicherheitsstrategie gerade Forward-Thinking Solutions anbieten, sagt zumindest die parlamentarische Staatssekretärin im BMVG, Siemtje Möller. Aus deiner Sicht, was muss Deutschland da gerade aufholen vielleicht an Debatten? Und welche Ressourcen und Kapazitäten braucht es, um das Engagement in Krisenkontexten zu future-proofen? Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht vorher auch noch zwei Nuancen hinzufügen zu der Debatte, die hier gerade entstanden ist. Also einmal zu dem Thema Stabilisierung.
Und das geht schon auch in die Richtung Future-Proofing, weil im also Vorausschaubereich, Foresight, wir haben es vorhin gehört, mit dem ich mich auch beschäftige, da geht es ja oft darum, welche kognitiven Verzerrungen hat man so in seinen Analysen, ja, welche Biases. Und ein ganz bekanntes ist der Optimismus-Bias einfach. Ja. Man denkt immer, das, woran man gerade arbeitet, das muss ja so, wie man sich überlegt hat, eigentlich auch funktionieren und denkt nicht so gerne dran, wie kann es auch schief gehen. Und das ist dieses Thema mit der Stabilisierung, weil ich meine, was da gemacht wird, ist ja, die Idee ist erstmal, man will grundständige Versorgungsleistungen unterstützen in Regionen und zwar so, dass Menschen vor Ort auch den Eindruck haben, die Regierung dort trägt dazu bei. Ja? Also man möchte dieses Vertrauen stärken. So, das macht man dann natürlich in einer Situation, wo man eine Regierung als Counterpart hat, als, wo man, worauf man auch als diplomatische Vertretung einfach angewiesen ist, dass man eine Gastregion Regierung hat, weil man denkt, dass das was ist, wo man irgendwie zu einem Aufbau von einer positiven Entwicklung beiträgt. Ja? Und die Nuance ist auch, dass das nicht immer zentralstaatliche irgendwie Strukturen sind, sondern man arbeitet ja durchaus auch in Ländern, die sehr dezentralisiert sind, damit, dass man jetzt, ich sag mal irgendwie Beispiel Irak oder so, in bestimmten Landesteilen den Fokus darauf legt, dass die Lokalbevölkerung das Gefühl hat, ihre Lokalregierung schafft es, bestimmte Dinge wieder aufzubauen und bestimmte Strukturen und irgendwie Leistungen zur Verfügung zu stellen, die die Grundlage sind, damit es dann in eine gewisse Richtung gehen kann. Das stimmt natürlich, dass das große Problem ist, wenn man jetzt diesen Optimismus-Bias hatte und da ist irgendwie der Militärputsch und man hat auf einmal eine Regierung, mit der man überhaupt nicht mehr kooperieren kann, was jetzt? Und das ist eben genau der Punkt, wo die Stabilisierung in Schwierigkeiten kommt und die Frage ist, wie reagiert man und was tut man in dieser Situation und wie reagiert man da auch auf so eine Art und Weise, wo man das Problem nicht nur weiter nach hinten schiebt. Also ich meine, wir warten gerade auf die Entscheidungen bezüglich Mali, aber das steht natürlich an. Der zweite Punkt, den ich machen wollte, ist der mit der Vermischung, die Olaf Scholz-Zitat zum Beispiel. Ne? Also ich kann ihm nicht in den Kopf schauen, aber der Versuch der Erklärung wäre, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem ganzen Zeitenwende-Thema, ist es schon so, dass ja im großen sicherheitspolitischen Rahmen die Message, die gerade da ist und auch einfach wahr ist, Deutschland in gewisser Weise davon profitiert hat, dass andere Staaten in ihre Verteidigung investiert haben, mit denen Deutschland verbündet ist und Deutschland das nicht getan hat und auch nicht tun musste sehr lange. Und jetzt eben die Message ist, und das ist sie auch schon länger, die Zeit ist vorbei, Deutschland ist jetzt auch dran. Und aus diesem Ungleichgewicht war es schon lange so, dass Deutschland sich immer gerne bei den soften Themen als irgendwie, da machen wir aber ja viel. Also auch in Afghanistan, wir machen ganz viel, was irgendwie ja, die ganzen humanitären und Entwicklungsaspekte angeht, die das alles ergänzen. Und selbst im militärischen Bereich machen wir auch im Sahel nicht die schmutzigen Aufgaben, sage ich jetzt mal, sondern wir machen irgendwie so das Flankieren der Franzosen und so weiter. Da ist, glaube ich, der politische Druck zu den internationalen Partnern in diesen Statements, weil der Druck ist ja auch, Deutschland liefert nicht genug Waffen an die Ukraine, dieses ganze Thema. Und dann sagt man, ja, wir liefern und wir machen, was wir können. Und außerdem machen wir ja das ganze Humanitäre und außerdem machen wir das ganze das ja auch. Ne? Und daher kommt das. Das ist nicht, um zu sagen, dass das gut ist, aber das ist so dieser politische Rahmen, in dem das stattfindet. Und die humanitäre Position zu sagen, wir berufen uns auf die humanitären Prinzipien und das sollte nicht vermischt werden, die unterstütze ich total. Ich finde nur, wo sie an ihre Grenzen kommt, und da würde mich die Antwort interessieren, was ist mit Akteuren, die sich über die grundständigen humanitären Prinzipien hinaus für demokratische, freiheitliche, Menschenrechte, diese ganzen Werte einsetzen, die wir auch teilen und an denen uns gelegen ist und an denen uns gelegen ist, dass Leute und mit diesen Werten auch anderswo leben können, nicht nur in Deutschland, auch in der Ukraine beispielsweise. Wie ist da das Verhältnis? Weil das ist ja das, was sich gerade im Prinzip eigentlich am Beispiel Ukraine ganz gut durchdeklinieren lässt. Ja, ich verstehe, dass es gewisse Akteure gibt, die sich auf diese humanitären Prinzipien berufen und auch ihre Arbeit machen können sollen und ihre Arbeit in Sicherheit machen sollen können. Aber wo es, finde ich, an den interessanten Punkt geht, ist, wir wollen aber doch auch mit Nachdruck bestimmte andere Werte unterstützen, die darüber hinausgehen. Die Menschenrechte sind, die Freiheit sind, die Demokratien sind. Wie balancieren wir das? Es gibt vielleicht Antworten hier im Raum, die sich damit besser auskennen in dem Bereich als ich. Und jetzt, um trotzdem auch noch die Frage mit dem Future-Proofing zu beantworten,
was wir heute auch schon gehört haben, Foresight ist ein Buzzword. Das ist sowas, das macht mich immer ein bisschen sauer, weil wenn man als Thinktanker, hört man einerseits, man muss Sachen attraktiv verpacken, ja, in so, dass irgendwie man die auch politische Aufmerksamkeit bekommen, man gibt dem irgendwie so einen Titel und dann sagt die Politik, das ist nicht nur mit Foresight so, das ist auch mit Resilienz so oder so. Ja, okay, ihr wollt das nehmen, wir schreiben wir überall mit drauf, sorgen aber nicht dafür, dass das auch unterfüttert ist und irgendwas bedeutet. Und dann ist es ein Buzzword, das liegt aber nicht an dem Druck von außen, sondern das liegt auf der Art und Weise, wie diese Buzzwords dann genommen werden, überall draufgeschrieben werden. Die EU zum Beispiel ist damit auch super gut, was Resilienz und so angeht, und dann aber nicht substanziiert werden. Ja? Und deswegen, also den Punkt würde ich gerne nochmal machen. Ich stimme natürlich zu, das grundständige Missverständnis ist, Foresight sagt dir nicht die Zukunft voraus, sondern es geht einfach darum, besser, robuster und flexibler aufgestellt zu sein. Und im Bereich der humanitären vorausschauenden Hilfe funktioniert das ja auch ganz gut. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da kann wiederum die Sicherheits- und Friedenspolitik aus der humanitären Hilfe lernen. Weil da eben viel stärker, koordinierter mit Nachdruck ist, okay, welche Informationen über die Zukunft haben wir, welche können wir wissen, welche können wir nur vielleicht wissen und wie informiert das, wie wir uns für die Zukunft aufstellen. Mhm. Weil ich die Antwort abkürzen muss, muss ich das jetzt dann nur noch nutzen für Eigenwerbung. Wir produzieren nämlich mit dem Frontline Security Blog auch gerade eine Podcast-Reihe zu dem Thema Frühwarnung und Reaktion. Da geht es ganz stark um diese Themen, wie funktioniert Konfliktfrühwarnung und wie kann das besser funktionieren. Also die ausführliche Antwort geht dann dort noch ein bisschen weiter. Sehr schön, vielen Dank. Ja, ich glaube, vielleicht können wir gleich nochmal auf diese Zielkonflikte zwischen diesen Dimensionen EZ, humanitäre Nothilfe, Diplomatie eingehen. Aber wir haben jetzt sehr viel über sozusagen die Regierungsebene gesprochen. Wir haben aber auch einen zivilgesellschaftlichen Vertreter hier auf dem Panel. Deswegen, Christian, ich würde gerne nochmal bei dir fragen, so ganz klare Nothilfe haben wir ja auch nicht. Es ist ja schon so, dass die humanitäre Hilfe dann auch teils in langwierigen Krisen in eine stabilisierende Funktion gerät, weil keine Entwicklungsakteure da sind, sie immer länger präsent sein muss, dadurch natürlich sich auch sozusagen über das rein lebensrettende Mandat hinaus bewegt. Deswegen würde mich interessieren, also welche Fragen stellen sich da zum einen auch für einen Akteur wie MSF bei der humanitären Hilfe der Zivilgesellschaft und vielleicht auch, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, ja, welche Veränderungen und welches Umdenken sehen Sie auch für humanitäre Akteure, siehst du für humanitäre Akteure in der näheren Zukunft? Ja, also hatte ich mir schon gedacht, das wird spannend. Vielleicht zu deiner Frage erstmal ganz kurz. Ja, also auch aus unserer Sicht ist es ganz klar, dass das humanitäre System an sich und auch wie humanitäre Akteure agieren, sich das grundlegend anhand von bei mir drei Sachen ändert, wobei das dritte in meiner Reihenfolge, die Klimakrise, wirklich das Fundamentalste ist. Die anderen beiden sind Sachen, die wir schon immer wieder gesehen haben, immer länger mal wieder gesehen haben. Da ist zum einen, dass sich die Natur von gewaltsamen Konflikten so ein bisschen ändert. Ja, wir sehen in vielen Kontexten, dass es sich von so einem klassischen staatlichen versus nichtstaatlichen Akteur oder zwei staatliche Akteure die Konflikte wegbewegen. Wir sehen ganz viel so Urban Violence, wie zum Beispiel in Haiti, wo einfach die Akteure umdenken müssen und einfach einen neuen Weg finden müssen, um halt ihre Arbeit ausführen zu können. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass es mehr und mehr Angriffe auf medizinische Einrichtungen gibt. Es gab es schon immer, aber das ist so eine Systematik und diese Systematik sozusagen auch dann halt, wenn man wieder zurück zur deutschen Außenpolitik, halt nicht konsequent genug dann angegangen wird, verbal, ja, und verurteilt wird, sondern eher dann wieder durch so Zitate, die ich vorher hatte, halt so ein bisschen gut geheißen wird. So, ja, das ist dann halt, ja, wenn wir halt Waffen liefern und humanitäre Hilfe, dann kann man sich natürlich gegen die Waffen verteidigen und vielleicht auch gegen die humanitäre Hilfe. Also dann da wieder diese Vernetzung wirklich extrem schwierig. Und vielleicht nur als Seitenbemerkung können wir nochmal drauf gehen, dieses Humanitärwesen und Menschenrechte, das sehe ich gar nicht. Was ich aber sehe, ist politische Staatenbildung etc. versus humanitäre Hilfe. Das muss man auseinanderhalten. Aber da geht es nicht zwischen, sind wir nicht alle für Menschenrechte. Das ist
das ist auf einer anderen Ebene für mich, weil also Gesundheit, Gesundheit, Zugang zur Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht und damit ist medizinische, humanitäre Hilfe durchaus Teil von dem Zugang zu Menschenrechten. Und da würde ich gar keinen Keil dazwischen treiben wollen, sondern ganz klar eine Separierung nochmal zwischen einem politischen Ziel, Staatenbildung, Frieden schaffen und der humanitären Hilfe. Da darf es keinen Zusammenhang geben. Es muss parallel existieren. Ja? Es muss, also wenn sich eine deutsche Außenpolitik verbessern will, dann sorgen Sie doch bitte dafür im Außenministerium und in der Politik, dass die Krisen einfach weniger werden und dass weniger humanitäre Hilfe braucht. Und nicht, was jetzt gerade passiert, die Verantwortung den Humanitären so ein bisschen aufzuschöpfen und sagen, ja, da kümmert ihr euch doch drum. Ne? Also wir geben euch ja mehr Geld, dann könnt ihr da dafür sorgen, dass dann halt die Leute, die halt aus Mali flüchten, dass für die gesorgt wird, ist doch eure Aufgabe. Ne? Und da, ja, nee, ist nicht unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe der Politik, dafür sorgen, dass diese Menschen überhaupt nicht fliehen müssen. Ja? Mhm. Und es ist nicht unsere Aufgabe, dass die nicht fliehen müssen. So, und da ist für mich die Trennung. Das andere ist ganz klar, dass die Höhe und die Ausrichtung vor allen Dingen der humanitären Gelder nicht an den Bedarf angepasst ist. Es war heute schon zweimal Thema, dass ja, das klassische Beispiel im Moment, Ukraine ist 80% finanziert, der Appeal, und keine Ahnung, ich glaube, hier 25% unterfinanziert für Chad, 25% nur oder 20% anderer Appeals. Ja, also da ist eine riesen Auseinandergehung und natürlich ist das politisch motiviert und da könnte auch da wieder, wenn man guckt, okay, wenn das deutsche Geld aus dem Auswärtigen Amt humanitäre Hilfe unabhängig sein soll, und vielleicht woanders hingehen soll, dann könnte man das versuchen auch zu leiten, ja? Also und dafür da die Akteure zu bitten, halt Proposals zu bringen, die halt sich im Jemen mit dem Jemen auseinandersetzen oder mit dem Südsudan, ja? Und ich finde, da könnte man durchaus politisch gesteuert sozusagen agieren. Und was mich schon so ein bisschen erschreckt hat, waren sowohl die Aussagen heute Morgen von Biden auf der Bühne, dass ja, wir haben halt nur so viel Kohle, so ist viel da und da müssen wir halt gucken, wo das Geld hingeht und jeden Euro, den ich hier ausgebe, kann ich da nicht ausgeben, ist ja schon total der falsche Ansatz, sondern wir haben einfach viel mehr Herausforderungen und da muss einfach viel mehr Geld geben, full stop, ja, und da dürfen wir als Humanitäre nicht leise sein und sagen, oh ja, habt ihr recht, na, dann gib mir doch ein bisschen davon, dann nehme ich das da an. Nee, da brauchst du einfach, wenn wir dann zur Klimakrise kommen, da brauchst du einfach extrem mehr Geld und zwar für Prävention und für Reaktion. Und da kann man nicht dann von den einen Topf in den nächsten schieben und da müssen wir als Zivilgesellschaft und als humanitäre Akteure halt die Politik echt relativ scharf angehen und sagen, nee, das geht so nicht. Ihr müsst als Politik, als deutsche Regierung der Verantwortung nachkommen. Wir als Deutschland in dem Fall sind klar Mitverursacher von der Klimakrise und da müssen wir einfach finanziell dafür einstehen, dass es nicht weitergeht und dass Konsequenzen halt angegangen werden. Und ja, humanitäre Hilfe kann ein Teil der Antwort sein, aber die Verantwortung auf die humanitäre Hilfe komplett abzuwälzen, geht einfach komplett in die falsche Richtung. Da muss viel mehr politisch gemacht werden und dann wieder parallel halt Prävention, aber auch in Reaktion, da muss viel mehr parallel passieren und humanitäre Hilfe ist da wirklich nur so ein ganz kleines Stückchen in dem, was da passieren kann und was passieren muss. Und vielleicht, weil du es erwähnt hast, nochmal ganz kurz zu der langfristigen, ja, wo dann halt humanitäre Hilfe langfristig in Konflikten sind. Ich glaube nicht, dass die humanitäre Hilfe dann stabilisierende Wirkung hat, sondern oft ist es einfach so, aus meiner persönlichen Erfahrung, dass dann, wie zum Beispiel im Tschad, humanitäre Hilfe extrem lange vor Ort ist, weil halt nichts anderes passiert. Und die Kritik, die dann oft kommt, ist, dass die humanitäre Hilfe eventuell den Zugang von Friedensakteuren oder von entwicklungspolitischen Akteuren behindert, weil die dann so einen Platz einnehmen. Kann ich nur ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir uns dann, in dem Fall MSF oder andere humanitäre Akteure, schon klar fragen müssen, okay, was müssen wir dann machen, wenn wir so lange sind? Und unsere eigene Herangehensweise schon noch mal ein bisschen anpassen. Oft ist es einfach nur ganz laut schreien, wenn wir innerhalb von ein paar Monaten dasselbe Kind zweimal behandeln, aufgrund von Unterernährung, dann sehen wir natürlich und können eins und eins zusammenzählen, dass das nicht so sein darf.
Liegt aber nicht daran, dass wir da sind, dass sie doppelt behandelt werden, sondern es liegt daran, dass halt andere Sachen nicht passieren, dass dann halt, halt nicht Resilienz aufgebaut wird oder dass halt unterschwellige Konflikte behandelt werden. Aber da sind die Humanitäre nicht im Weg. Aber was wir machen können, ist das Kanzler aufzeigen. Wir behandeln dasselbe Kind zum zweiten Mal innerhalb von einem unakzeptablen Zeitraum. Und ihr Politik, ihr politischen Akteure, ihr müsst da was machen. Und da ist dann diese Verzahnung, die ich meine, da wird es dann, wir müssen es klar machen und klar muss man sich dann auch in einen Raum setzen und darüber sprechen, was passieren kann, ohne dass es dann wieder auf die humanitäre Hilfe zurückkommt und sagt, ihr müsst euch darum kümmern. Und da, genau, müssen wir auch als humanitäre Akteure unseren eigenen Herangehensweise, unseren Blick immer wieder schärfen und uns kritisch hinterfragen lassen, um da wirklich ranzugehen. Und zum ganz kurz noch Klimakrise. Ich glaube, dass es halt wirklich extrem wichtig ist, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sowohl von der humanitären Seite, also unsere Frage stellen, welchen Einfluss, welche Rolle haben wir als humanitäre Akteure, welchen Einfluss haben wir in der Klimakrise und unsere eigene Arbeitsweise anzupassen, extrem wichtig. Gleichzeitig aber auch ganz klar die Forderung dann wieder an die Politik, zum Beispiel nationale Gesundheitsbehörden und Institutionen zu unterstützen, eine eigene Widerstandsfähigkeit aufzubauen und sich der neuen Realität anzupassen. Ja, durch eine Erwärmung zum Beispiel, dass auf einmal wieder Krankheiten auftauchen in Gebieten, die es vorher nicht gab und dadurch eine Bevölkerung extrem vulnerabel wird, weil es halt keinen Schutz gibt und dann aber auch das Gesundheitssystem nicht helfen kann und es dadurch zu extrem hohen Sterblichkeitsraten kommen kann und auch da wieder die humanitäre Hilfe kann dann einschreiten in so einem Moment aber, oder helfen, aber das ist nicht die Antwort auf die große Frage. Und deswegen müssen unvermeidbare Klimawandelschäden und Verluste politisch und technisch finanziell vorausschauend unterstützt werden und was ich schon mal sagte, nicht auf die humanitäre Hilfe gewartet werden, die dann halt einfach dafür sorgt, dass das Schlimmste verhindert wird, dass halt Menschenleben im letzten Moment gerettet werden, aber die Arbeit muss davor stattfinden. Mhm. Vielen Dank. Ich möchte noch mal erinnern, dass wir Fragen gleich hier im Raum gestellt werden können, aber auch das Online-Publikum die Fragen gerne im Chat stellen kann. You can also raise your questions in English if you feel more comfortable. We will accommodate both languages. Ganz interessant finde ich diesen Aspekt von der menschlichen Sicherheit. Weil das natürlich eine Perspektive ist, die relativ viele Akteure vereint in ihrer Sicht auf, um wessen Sicherheit geht es eigentlich und um wessen Sicherheit engagieren wir uns auch. Du hast den Aspekt, Christian, angesprochen, dass es keine humanitären Lösungen für politische Probleme geben darf. Gleichzeitig sind natürlich, wenn man jetzt nach Afghanistan blickt, nach Mali blickt, Stabilisierungsmissionen gerade nicht so im besten Ruf, haben den besten Ruf und verlieren ein bisschen auch ihre Glaubwürdigkeit. Ich möchte noch ein Zitat von Sarah vorlesen zum vernetzten Ansatz. Und zwar schreibt sie, das Problem am vernetzten Ansatz, vieles gleichzeitig und überlegte anzugehen, ist noch keine koordinierte Vernetzung. Und selbst bessere Vernetzung ist keine überzeugende außenpolitische Strategie. Sie löst nicht die eigentlichen Zielkonflikte vernetzter Einsätze zwischen Verteidigung, Entwicklung, humanitärer Hilfe und Diplomatie. Jetzt würde ich gerne die Frage an euch drei stellen, wenn wir also sozusagen das Bild menschliche Sicherheit ist sozusagen eins, was wir teilen. Wie kann man dann diese Zielkonflikte zwischen den diesen Bereichen trotzdem adressieren? Ich weiß nicht. Ja, das vernetzte Ansatz, da muss ich gerade schmunzeln, weil als ich in Mali mit einem Vertreter der Bundeswehr gesprochen hat, hat er einfach gesagt, vernetzter Ansatz gibt's nicht. Und ich glaube, das ist eine sehr durch den Bundestag getriebene Debatte und man muss sich genau anschauen, eben was ist das Ziel und wie erreiche ich dieses Ziel. Und ich möchte nochmal auf die auch eine unserer Ergebnisse zurückkommen aus der Studie. Es braucht, das habe ich auch eben schon gesagt, die Bundesregierung braucht für Stabilisierungskontexte wie Mali, aber auch in anderen Kontexten
eine länderspezifische Gesamtstrategie, die an den lokalen Konfliktursachen ansetzt und die nicht nach dem Gießkannenprinzip und aus Brüssel Entscheidungen umsetzt. Und darin, das heißt jetzt nicht, man sagt ja immer gerne, die Bundesregierung braucht eine Strategie, das ist immer einfach. Wir wissen ja auch, wie volatil die Sicherheitssituation vor Ort ist, aber das verlangt eben, wie auch eben schon gesagt wurde, vorausschauend und in Szenarien denkend, was kann passieren. Also ich frage mich schon, zum Beispiel denkt die Bundesregierung mit, dass im Niger erst 2010 der letzte Militärcoup war, oder heißt es dann wieder, oh, konnten wir ja nicht wissen, es gab jetzt den Coup und jetzt müssen wir irgendwie sehen, wie wir damit umgehen. Also das ist ja eine Region, die seit Jahrzehnten von Coups und instabilen Tendenzen geprägt ist. Also was ich sagen will ist, Strategie heißt jetzt nicht, das ist der Weg dahin und den gehen wir, sondern was sind die Szenarien, was sind die Handlungsprioritäten auch der deutschen Regierung, was sind Rückzugsoptionen, also was ist auch Rückzugsoption für zum Beispiel Bundeswehreinsätze. Nicht erst, nee, jetzt ist Russland da, jetzt gehen wir raus, sondern das muss man vorher überlegen. Und das ist sozusagen die Aufgabe, eine in der strategischen Diskussion, die möglichst auch auf hoher Entscheidungsebene in den Ministerien und zwischen den Ministerien geführt werden muss und die sich idealerweise auch am Leitbild, am friedenspolitischen Leitbild, was sich die Bundesregierung selbst gegeben hatte in ihren Leitlinien, orientiert. Und das ist natürlich nicht konfliktfrei und da gibt es Zielkonflikte. Aber darüber muss ich sprechen und darüber muss auch mit den Regierungen gesprochen werden. Da müssen auch unbequeme Themen auf den Tisch. Und dann muss man eben überlegen, ja, an was, das sind die Prinzipien und wie gehe ich damit um? Das ist jetzt noch nicht gesagt, dass ich das alles nach einem Fragenkatalog auch umsetze, sondern ich muss eben in Dialog treten und mich auseinandersetzen damit, was möchte ich erreichen und wie geht es mit einem Partner, der vielleicht nicht so aufgesetzt ist oder mit einer Militärregierung, die vielleicht nicht ganz meinen Prinzipien entspricht, aber es kann auch keine sozusagen Konsequenz sein, dass ich jetzt damit jegliches Engagement abbreche. Also auf was ich hinaus möchte, ist, wir müssen ein gemeinsames Ziel finden innerhalb der Bundesregierung und auch stärker in den Dialog treten mit eben den lokalen Regierungen, aber auch mit der Zivilgesellschaft vor allen Dingen, auch über die Hauptstädte hinaus. Gibt es hier noch Meinungen? Ist die menschliche Sicherheit eher eine Brille, durch die wir gemeinsam gucken können, oder droht sie wieder alles zu vermischen? Um auch das Zitat noch mal kurz einzuordnen, ich meine, das kommt aus dem Blickwinkel, dass damals eben der vernetzte Ansatz so die deutsche Antwort auf alles war, ne? So jegliche Kritik, jegliche Probleme in dem außenpolitischen Engagement, wo ja schon Wahrheit drin steckt, dass es eben an Koordinierung zwischen den unterschiedlichen Ministerien und damit auch Politikbereichen im Deutschen nochmal im Besonderen mangelt, weil eben unterschiedliche Parteien diese Ministerien haben und so weiter, dass auch weiterhin ein Problem ist und man da an der Koordinierung arbeiten muss, wo jetzt eben die Hoffnung aus, dass vielleicht die nationale Sicherheitsstrategie als gemeinsam erarbeitetes Dachdokument und vielleicht auch mit institutionellen Reformen, was Koordinierungsmechanismen über Sicherheitspolitik und so weiter, was das angeht, nochmal einen weiteren Schritt nach vorne macht. Aber eben, um zu sagen, wie in dem Zitat, dass Vernetzung ist keine Strategie. Ja? Also alleine das wird es nicht tun. Und ich finde das auch gut, wenn man jetzt eben an den Punkt kommt, auch genau eben diese Gefahren daran aufzuzeigen. Ja? Und ich bin da im Prinzip auch ganz bei Christian Katzer, wenn er sagt, die Gefahren, die sich daraus ergeben. Weil ich meine, zum Beispiel, wir haben uns auch das Friedenspolitische sozusagen oder das Ziel von Frieden hinwirkende Engagement eines großen humanitären Akteurs im UN-System angeschaut, um dort Empfehlungen auszusprechen, wie können die besser eben zu Frieden beitragen in ihrem humanitären Engagement, und sind da im Prinzip auch auf das Ergebnis gekommen,
wie wir es vorhin gehört haben, besser do no harm und conflict sensitivity, back to the basics. Weil, also es bringt es natürlich auch nicht so zu tun, als wäre humanitäre Hilfe in keinem Moment mit irgendwelchen Auswirkungen auf die politischen Gegebenheiten konfrontiert. Aber gleichzeitig vorzupreschen und zu sagen, wir machen jetzt auch mit anderen Friedensakteuren Projekte und das ist ganz toll und irgendwie engagieren wir uns da und dann ist alles vernetzt, während gleichzeitig eben die do no harm und die conflict sensitivity Komponente nicht gut umgesetzt ist. Das absolut aus unserer Sicht, aus dieser Analyse kommt auch eben der falsche Ansatz. Und dann lieber das eine und das andere eben richtig. Und der andere interessante Punkt fand ich auch zu sagen, eben ja, das Problem beginnt da, wo die Konflikte ausbrechen. Ne? Nicht da, was die humanitäre Hilfe dann im Endeffekt noch ausrichten kann, wenn es mal passiert ist. Und nochmal eben dieser Punkt auch zur Prävention. Und Simone hat gesagt, Gießkannenprinzip hast du, glaube ich, auch gesagt. Ne? Wir haben auch eine Studie dazu gemacht, Follow the Money, dazu, wie die Bundesregierung eigentlich Geld für Krisenprävention ausgibt. Und wenn ich das in einem Satz zusammenfasse, war eben auch Gießkannenprinzip. Also da ließ sich wenig erkennen. Es war im Prinzip ja überall ein bisschen und ganz viele Projekte und möglichst überall in der Welt. Und wieder, wir setzen nicht besondere Prioritäten, sondern Deutschland ist überall irgendwie gut, multilateral und in Partnerschaften unterwegs. Aber dann kommen wir an den Punkt, wo macht das wirklich einen Unterschied? Also, dass es softpowermäßig einen Unterschied macht, wenn ich irgendwo mit einer Gastregion ein nettes klingendes Projekt zur Prävention aufsetze, das im Endeffekt auch keinen Schaden anrichtet. Okay, das ist aber dann eher irgendwie diplomatisches Ziel und nicht wirklich Konfliktprävention. Weil wenn es um Gewaltprävention geht, muss ich mir die Frage stellen, wo mache ich wirklich den Unterschied? Wie viel braucht es dafür? Und das ist auch ein Bereich, der eben viel strategischer werden muss und wo viel passieren muss, dass eben die Konflikte gar nicht erst ausbrechen, weil es immer noch so ist, wenn einmal Konflikt ist, ne, ich meine, auch jetzt in Bezug auf die Russland-Ukraine-Diskussion, ja, das Problem ist ja nicht, dass Russland nicht möchte, dass ihre eigenen Leute medizinisch versorgt werden, sondern wenn da humanitäres Personal angegriffen wird, dann, weil es instrumentalisiert wird, weil ein Konflikt besteht. Also das ist im Prinzip die Ursache, auf die es immer wieder zurückkommt und weshalb es auch gut ist, wenn das weiterhin eine Priorität ist. Gleichzeitig kaufe ich auch nicht das Argument, was wir in vorausschauende Hilfe investieren, können wir dann jetzt nicht das muss mir noch mal jemand erklären. Also das kann nur ein technisches Problem sein, das kann nicht wirklich so sein. Darf ich nur kurz ergänzen? Also, ja. Tatsächlich ist mir vorhin, als du die Buzzwords aufgezählt hast, auch sofort Prävention eingefallen und das muss ein zentraler Bestandteil von der Gesamtstrategie für jeweils länderspezifische Krisen- und Konfliktkontexte sein. Das muss durchdeklariert sein und das darf sich nicht daran aufhängen, wo kann man vielleicht noch den ZFD als Instrument einsetzen und ich mache mein Häkchen bei den Kennzahlen und so weiter und so fort. Dann möchtest du noch. Ja, unbedingt. Ganz kurz, weil wir ja bei Strategien sind. Also die Bundesregierung ist ja gerade dabei, Großstrategien zu schreiben. Du hast die nationale Sicherheitsstrategie angesprochen. Wir haben feministische Außenpolitik, eine Strategie, Klimapolitik und in 2023 soll auch nochmal die Strategie für humanitäre Hilfe angeguckt werden. Und ich glaube, was für uns da wichtig wäre, ist ganz klar zu sagen, trennen, was getrennt bleiben sollte. Ja? Wieder zurück, humanitäre Hilfe, politische Ziele, aber vielleicht auch ganz klar zusammenbringen, was zusammengehört. Und aus unserer Sicht ganz klar, die Außenpolitik kann ganz viel politisches Gewicht in die Waagschale werfen an Stellen, an denen es um Ursachenbekämpfung geht und wo humanitäre Notlagen sich auf Deutschland oder die EU oder so ankommt, hieße das konkret wirklich eine Vermengung, wie schon gerade gesagt, und überhaupt Politisierung von humanitärer Hilfe mit politischen Zielen einfach ganz klar zu unterlassen. Ja, und dann gleichzeitig aber die Räume und die Voraussetzungen für humanitäre Hilfe zu verteidigen, ja, und ganz konkrete Blockaden von Ländern zu Zugang halt anzuprangern und Übergriffe auf Zivilgesellschaft prompt und scharf darüber auszusprechen. Das kann dann gar Hand in Hand gehen mit humanitären Geldern in diesen Regionen. Ja? Also da kann Deutschland sehr wohl einen Fokus setzen und glaube ich, hat auch eine ganz große Verantwortung. Auf der anderen Seite muss auch Deutschland noch stärker den Raum für prinzipiengeleitetes humanitäres Handeln nachdrücklich verteidigen. Ja? Also wir haben ja gehabt, dass Deutschland
in seiner Mitgliedschaft in der UN in 2019 diesen Call for Action, um Respekt für International Humanitarian Law und Principled Humanitarian Action zu stärken, eingebracht hat. Ja? Und er wurde mittlerweile auch schon von, 50 Ländern ratifiziert. Und trotzdem sehen wir dann halt so eine Initiative wie Frankreich, ja, die ganz klar sich dann ein Veto dagegen einlegt, wenn es darum geht, eine Blanko-Ausnahmegenehmigung für humanitäre Hilfe in Sanktionsregime zu machen. Ja? Also da, das ist ganz klar, ist ein ganz klarer politischer Widerspruch und da kann sich Deutschland ganz klar positionieren. Sie haben diesen Call for Action eingebracht und könnten sich dann ganz klar auf außenpolitischer Ebene mit Frankreich auseinandersetzen und sagen, hey, wie könnt ihr das denn dann blockieren? Also das geht doch total auseinander. Und ich glaube, da ist ganz viel Platz für politisches Handeln, um halt humanitäre Hilfe zu ermöglichen, ohne dass man sich im Weg steht. So, ne? Also da kann man ganz gut zweigleisig fahren, ohne dass man immer gleich die humanitäre Hilfe für politische Ziele zusammen verknüpfen muss und damit halt die humanitäre Hilfe in vielen Gebieten dann halt unmöglich macht, weil sich natürlich andere Staaten, Regimes, Regierungen sich natürlich ganz genau angucken, was passiert und wo reagiert wird und wo nicht. Und wenn halt von der äthiopischen Regierung der Zugang nach Tigray verhindert wird, mit dem Argument, dass es halt zu unsicher ist etc. und da nicht scharf vorgegangen wird gegen außenpolitisch, dann machen das natürlich andere Staaten nach. Und da kann und muss Deutschland echt eine viel stärkere Rolle spielen, finde ich. Vielen Dank. Ich blicke mal ins Publikum und würde bitten, hier vorne das Mikro zu nutzen, wenn es Fragen gibt. Wenn ich die Anweisung aus der Regie sehe, dann gibt es gerade keine Fragen vom Online-Publikum. Vielen Dank. Und mögen Sie vielleicht sich kurz vorstellen? Mein Name ist Cornelia Füllkrug-Weitzel. Ich bin Rentnerin und davor war ich 21 Jahre Chefin der Diakonie Katastrophenhilfe, die das CHA mit initiiert hat und vom Brot für die Welt. Mir gehen hier unheimlich viele Sachen etwas seltsam durcheinander. Fangen wir mal an mit Vernetzen. Oder es wird Vernetzen gesagt, aber zu Recht von Frau Schnabel immer wieder darauf hingewiesen, Vernetzen ist gar nicht das Thema, Freunde. Also die Idee zur Vernetzung kam, soweit ich mich erinnern kann, war zum ersten Mal im Zusammenhang mit Kosovo und Serbien. Und ging damals wunderbarerweise von Joschka Fischer aus. Und nur um Christian Katzer zu unterstützen, was das dann für praktische Wirkungen haben kann für die humanitäre Hilfe. Joschka Fischer hat den Koordinierungsausschuss für humanitäre Hilfe eingeladen und das natürlich auch gleich öffentlich gemacht, damit er in seiner Bedeutung herauskommt, dass wir jetzt alle humanitäre Hilfe hinter die Demokratisierungsbemühungen und den Sturz von Milosevic sammeln und dass wir nur noch humanitäre Hilfe geben an Kräfte, die Milosevic stürzen potenziell. Es ist erstens praktisch der reine Quatsch, weil gute humanitäre Hilfe immer die Communities mit unterstützt und da fragen die Flüchtlinge nicht vorher, ey, seid ihr hier für oder gegen Milosevic als Bürgermeister, dürfen wir hierher kommen, damit ihr auch was kriegt oder nicht. Also es ist praktisch der reine Unsinn. Aber darüber hinaus, politisch kann ich nur sagen, es ist sehr wahrgenommen worden in Serbien. Ich saß deswegen zum Beispiel in Serbien im Gefängnis, weil gesagt wurde, ja, euch geht es ja gar nicht um humanitäre Hilfe, euch geht es um Regime-Change. Es ist brandgefährlich und richtig dumm, Nummer eins. Nummer zwei, wer hat seitdem die diese berühmten Vermischungen sowohl der Akteure als auch der Werte vorangetrieben? Die Vermischung der Akteure, immer wieder hat das Bundesverteidigungsministerium seitdem eingeladen, humanitäre und entwicklungspolitische NGOs, die Außenpolitik und die Verteidigungsleute. Natürlich hat das Verteidigungsministerium ein gewisses Interesse, kann ich aus deren Sicht verstehen, Informationen, die zum Beispiel die Zivilgesellschaft im Bereich humanitäre Hilfe oder Entwicklungshilfe bekommt, sich zunutze zu machen. Aber das, da gab es eine Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen durch all die Jahrzehnte hinweg, seitdem die das nicht sehr ideal fanden und sagen, das widerspricht tatsächlich den Prinzipien. Jetzt sage ich nochmal humanitäre Prinzipien und ansonsten Menschenrechte. Warum sollen wir das eigentlich nicht vermischen? Ja, warum denn eigentlich nicht? Das sind Werte, die in völlig unterschiedlichen politischen Kontexten stehen und die auf völlig unterschiedliche Dinge abzielen. Das eine ist, wie kann man generell demokratische, friedliche, friedensfähige, gerechte Gesellschaften, menschenrechtsbasierte Gesellschaften organisieren, stabilisieren und so weiter. Da gehört das natürlich alles hin, diese Werte. Das andere ist, if worse comes to worse.
Wenn es also tatsächlich zum Ausbruch von Gewalt kommt und wenn wir schon lange nicht mehr von Demokratie und Menschenrechten und irgendwas reden, was ist dann eigentlich zu tun? Und das humanitäre Völkerrecht ist ja im völlig anderen Kontext als die Menschenrechte entstanden und will ja nicht über die ideale Gesellschaft irgendwas sagen, sondern sie will versuchen, dass in Gewaltkontexten also Gewalt begrenzt wird. Mehr will es ja gar nicht, mehr kann es gar nicht und mehr soll es auch nicht. Und um das zu erreichen, braucht man eine Anerkennung aller Konfliktparteien. Und um die Anerkennung aller Konfliktparteien zu bekommen, kann man tatsächlich nicht gleichzeitig Regime-Change betreiben. Das ist relativ einfach. Die Frage mit der menschlichen Sicherheit, oder fange ich nochmal bei Ihnen an, komme nochmal zum Vernetzen. Das Vernetzen tatsächlich ist nicht das richtige Stichwort auch für das, was die Politik braucht. Auch die Fluchtursachenkommission der Bundesregierung, der ich angehört habe, hat genau das gesagt, was Sie gesagt haben. Was uns fehlt, ist nicht Vernetzung und Koordinierung und sonst was, sondern ein klares politisches Ziel und eine klare politische Strategie. Das Ziel ist grundsätzlich friedenspolitischer Art. Da gab es mal Debatten über menschliche Sicherheit. Das ist übrigens nicht ein leeres Wort, sondern ein gut gefülltes Konzept. Berghoff-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung haben lange daran gearbeitet, auf EU-Ebene diskutiert worden und dann verworfen worden. Beinhaltet ist ein komplementäres Konzept zur militärischen Sicherheit. Und die militärische Sicherheit, da mag es Momente für geben, dass es notwendig ist, aber vom Grundkonzept her war der Ansatz zu sagen, whose security? Es geht um die alltägliche Sicherheit von Menschen, die soziale Sicherheit von Menschen, die durchaus, wenn man bestimmte Formen von militärischen Konzeptionen anwendet, noch massiver untergraben wird. Das ganze Stichwort, das ganze Konzept menschliche Sicherheit ist in der UN aufgekommen, weil man festgestellt hat, damals war es das größte Entwicklungshemmnis weltweit und der größte Zerstörer von Entwicklungsbemühungen sind Kriege. Und also, was hilft uns diese Form von Sicherheitskonzepten, wenn gleichzeitig die Entwicklung untergraben wird? Und ich bin also echt gespannt, wenn Sie sagen, Frau Bressan, dass im neuen Konzept der Bundesregierung menschliche Sicherheit im Zentrum steht. Das passt ungefähr wie die Faust aufs Nichtauge zur Zeitenwende, die ja das ganze Gegenteil sagt. Wir wollen wieder sozusagen eine gewisse Militarisierung von Sicherheit und wir haben da zu wenig gemacht. Also wie das zusammengekommen soll, weiß ich nicht. Übrigens, was jetzt sich als feministische Außenpolitik darstellt und feministischer Blick auf Sicherheitspolitik, ist alles beinhaltet im Konzept menschliche Sicherheit. Schon alles lange da, aber nie gemacht worden. Gut, was aber notwendig ist, ist im Kontext zu sagen, was sind die konkreten Konfliktursachen, national und international. Es sind ja bei den meisten Konflikten nicht nur gesellschaftliche Player, Analysen, saubere Analysen, Prävention etc. etc. Und irgendwann kann es sein, kommt die militärische Komponente rein. Aber das muss in einen Gesamtblick mit einer Gesamtstrategie gesehen werden. Da muss ich erstens wissen, was ist für den Kontext die richtige Strategie und zweitens, was ist mein Ziel? Ist mein Ziel menschliche Sicherheit? Ist mein Ziel Vorrang für gewaltfreie Konfliktbearbeitung oder was ist mein Ziel? Und da geht mir im Moment in der sicherheitspolitischen Debatte schlicht alles durcheinander. Bei uns hier im Raum auch, aber auch das reflektiert eigentlich nur die Diskussionslage. Eine weitere Frage? Hi, Frederik Granitsch, Welternährungsprogramm. Herr Katz hat vollkommen recht, wir sind in einer vollkommen unhaltbaren Situation in ganz vielen von den Krisenkontexten, weil wir eben genau das tun müssen, immer wieder die gleichen Menschen mit humanitärer Hilfe zu unterstützen, was ein menschlich gesehen vollkommen unhaltbarer Zustand ist. Und wir haben jetzt ganz viel gehört zur Frage, wie kommen wir einfach davon weg? Also das wurde immer wieder Thema, also da geht es um Resilienz, da geht es um Entwicklung, da geht es um Diplomatie und die Frage, wie man Konflikte lösen kann. Da geht es um Anpassung an den Klimawandel. Auf einmal wird die Palette der Themen, die dort kommt, ziemlich breit. Und dann wird die Anzahl der Akteure, die mitspielen, auch noch ziemlich breit. Und da ist sozusagen das, worüber ich viel nachdenke oder was mich besorgt. Ich sehe nicht, dass die Anreizstrukturen weder innerhalb der
des humanitären Systems, des UN-Systems oder der Bundesregierung so gesetzt sind, dass sie ernsthaft Kooperation unterstützen. Also dass wirklich befördert wird, dass die Strategiefähigkeit, aber auch der Schritt, der das, was sozusagen hier so ein bisschen unter Vernetzung, ein bisschen unter Verruf geraten ist in der Diskussion, ernst gemeint wird. Weil es wäre ja ein Riesenfortschritt, wenn humanitäre Akteure mit Entwicklungsakteuren reden würden. Also wir sehen so viele institutionelle Lücken, oder ich sehe, die sozusagen sowohl in der Bundesregierung als auch in allen anderen Systemen, die daran beteiligt sind, dass ich mir die Frage stelle, wie können Anreizsysteme aussehen? Wie kann man aufhören, darüber zu reden und anfangen, Dinge zu tun? Und wie kann sozusagen, wo sind die Stellschrauben, um das besser zu machen? Weil we are all failing miserably. Bei der Strategiefähigkeit, aber auch bei der Frage der Vernetzung. Vielen Dank. Und noch eine Frage aus dem Chat. Leider nicht aus dem Chat. Ich erlaube mir, eine eigene Frage zu stellen. Andrea Steinke vom CHAR. Ganz kurz, erstmal vielen, vielen Dank für das Panel. Ich finde es unglaublich inspirierend und belebend, das zu hören und euch und Sie hier zu hören. Meine Frage bezieht sich so ein bisschen auf dieses Wir, von dem wir sprechen. Und da würde ich so ein bisschen zur Debatte stellen, was ist denn dieses humanitäre Wir eigentlich? Einerseits im Sinne von einer Kohärenz, also einer friedens- oder humanitären Kohärenz auf Regierungsebene, aber auch im Sinne von dem, was Christian Katzer angeprangert hat oder in den Raum geworfen hat, man müsse die Regierung angehen. Und da frage ich mich in einer Halbaußensicht auf die humanitären Akteure immer so ein bisschen, wo ist da die gemeinsame geteilte Schnittmenge von innerhalb dieser Akteure, die für sich in Anspruch nehmen, humanitäre Hilfe zu leisten. Danke. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch 4 Minuten mit Blick auf die Uhr. Vielleicht mögt ihr beiden den ersten, das war ja mehr ein Kommentar, zu einer stärkeren Differenzierung in der Debatte aufnehmen und vielleicht auch nochmal die Frage menschliche Sicherheit, feministische Außenpolitik, wie geht das zusammen? Und genau, vielleicht magst du auf das humanitäre Wir eingehen. Und die Frage mit den Anreizstrukturen, genau, vielleicht, wenn ihr dazu was sagen mögt. Ansonsten, glaube ich, beschäftigt sich das Panel danach, jetzt weiß ich gar nicht, wo der Sprecher sitzt, auch mit diesen Fragen nochmal ganz spezifisch. Simone, magst du anfangen? Ich fange jetzt einfach mal an. Zu dem längeren Kommentar am Anfang. Also ich glaube, das Narrativ der Interventionen in Stabilisierungskontexte hat sich stark geändert in den letzten 20 Jahren. Von Kosovo über Afghanistan nach jetzt Mali, Sahel, wo auch immer. Also Demokratieförderung steht nicht mehr an erster Stelle. Das ist in den Hintergrund gerückt. Und klar will man irgendwo auch demokratische Institutionen aufbauen, aber Problem ist, dass es, und man hat, glaube ich, vor allen Dingen aus Afghanistan gelernt, dass die Bundesregierung, die internationalen Akteure damit sehr und zu ambitionierten Zielen herangegangen ist. Aber sozusagen, es geht primär, und das ist ja die Problematik, die hier auch schon aufkam auf dem Panel, ist es ja sozusagen, dass sich die Debatte zu sehr auf eine Versicherheitlichung der Ansätze konzentriert. Und ich würde vielleicht noch hinzufügen, weil Sie meinten, politische Strategie national und international, auf was ich eigentlich vor allen Dingen hinaus wollte, jetzt auch mit der Forderung nach mehr Strategie für eben solche Kontexte, ist, dass wir viel mehr lokal schauen müssen. Also was gibt es an lokalen Konfliktlösungsmechanismen, an lokalen Dialogen und wo kann man da dann auch sinnvoll ansetzen? Also jetzt gerade der Beitrag auch von dem Vertreter von WFP, WFP war es, genau. Ich habe mich nämlich auch gefragt, inwieweit, ich komme jetzt nicht direkt aus dem Humanitären, aber inwieweit ist es eigentlich miteinander verknüpft, also lokale Friedensinitiativen, lokale Dialogprozesse, um vielleicht einen fragilen Frieden auszuhandeln auf sehr konkreter lokaler Ebene. Inwieweit ist es verknüpft mit zum Beispiel dann humanitärer Intervention? Und da sehe ich zum Beispiel Stellschrauben sozusagen auch
anzufangen über und nicht nur sozusagen, wo sind die gemeinsamen Budgets und so weiter. Mhm. Ja, vielen Dank für die Fragen. Und ich fand, die erste und zweite Frage passte ganz gut zusammen, weil, also wir haben jetzt gehört, auf einer Seite, die Dinge sind ganz klar, die humanitären Prinzipien sind so und die wurden deshalb erfunden und dann gibt es das andere und menschliche Sicherheit war so gedacht und so weiter. Und dann ist ja die Frage, warum ist das trotzdem alles so kompliziert? Ne? Man kann auch sagen, es gerät durcheinander. Warum ist das trotzdem alles so kompliziert? Und die zweite Frage hat eben dann das zugespitzt auf den Punkt, wie kommen wir denn jetzt hier eigentlich weiter? Ne? Also weil we're all failing, so how do we do it? Und ich habe die Überzeugung, und wir haben im Vorhinein auch darüber gesprochen, im Rahmen der Erarbeitung der nationalen Sicherheitsstrategie, wie weit wird zum Beispiel die Zivilgesellschaft einbezogen oder nicht? Bei der Erarbeitung Leitlinien feministischer Außenpolitik das Gleiche, wie weit wird die Zivilgesellschaft einbezogen oder nicht? Ich finde auch, da ist auf jeden Fall mehr Raum, die Zivilgesellschaft stärker einzubeziehen, stärker zu konsultieren, die ganze Expertise zu nutzen, die da ist, was ja auch eine Sache ist, die wir mit dem Frontline Security Blog zum Beispiel jetzt für die Strategie versuchen zu tun. Aber es hilft nichts, im Prinzip diese Konzepte immer wieder als sehr, sehr einfache und klare Konzepte so zu erklären, weil es scheitert nicht daran, dass die politische Entscheidungsebene das nicht versteht oder das nicht weiß. Woran es scheitert, sind eben die Punkte, in denen das dann bei einem Olaf Scholz alles zusammenläuft, ja, und der eben unter diesen verschiedenen, diesen Druck aus verschiedenen Richtungen, den wir vorhin besprochen haben, diese Dinge irgendwie zusammenbringen muss und da die Entscheidungen dazu treffen muss. Sowohl auf der allerpolitischsten Ebene, aber auch auf den unteren bürokratischen Ebenen in der technischen Umsetzung. Und ich habe oft das Gefühl, und das ist auch die Herausforderung, wenn ich das beobachte, warum geht es nicht weiter, dass wenig Zeit darauf verbracht wird, sich mal miteinander darüber auszutauschen, was sind eigentlich die Herausforderungen der jeweiligen Seite in der Umsetzung. Und nicht eben da stehen zu bleiben, zu sagen, aber das Konzept ist doch dieses und das ist doch klar und warum habt ihr das denn jetzt immer noch nicht umgesetzt? Und das ist was, wo wir versuchen, auf unterschiedliche Arten und Weisen ranzukommen. Ne? Also ich meine, ihr habt auch gesagt, ihr habt versucht, jemanden aus der Politik hier auf dem Panel zu haben. So, das sind dann natürlich die idealen Interaktionspunkte. Aber das wäre sozusagen mein Plädoyer. Und eigentlich wollte ich abschließend sagen, für mich super hier zu sein. Und ich finde auch also diese Debatten immer interessant, weil der humanitäre Sektor ist in so vielen Aspekten progressiver und weiter als die sicherheitspolitische Debatte. Und deswegen brauchen wir die humanitären Akteure auch in den Debatten zu nationaler Sicherheitsstrategie, zu Friedenspolitik. Aber gleichzeitig mit diesem kleinen Sternchen, wie es denn funktionieren kann, dass man da wirklich zusammenkommt und dass man auch an Lösungen arbeitet. Vielen Dank. Christian. Aber vielleicht wollen wir da gar nicht zusammenkommen, prinzipiell. Dann kann man die Prinzipien wiederholen und dann hoffen, warum es nach 20 Jahren, also das ist das, was ich meine. Vielleicht ist das auch eine Illusion, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch. Dass man erfüllt damit natürlich auch eine Funktion, aber wenn ich merke, dass jemand frustriert ist, immer wieder das zu wiederholen, das ist eben der Klar. Punkt. Also ich wiederhole jetzt seit 20 Jahren und ich glaube, das ist Teil von humanitärer Hilfe. Wir dürfen halt nicht frustriert sein. Wir behandeln dasselbe Kind immer wieder und das darf uns nicht frustrieren. Wir fehlen das Kind, also bin ich dabei, ja, also für das Kind selber ist es einfach ein Fehler, dass es immer wieder passieren muss, aber wir fehlen nicht dem Kind, sondern wir sorgen dafür, dass es das überlebt. Aber wo wir halt, und das ist halt unsere Aufgabe, ist immer wieder zu tun, ja, und immer wieder gegen dieselben Mauern zu rennen, immer wieder dieselben Prinzipien vorzugehen und immer wieder auf Panels zu sitzen und das zu sagen. Also finde ich nicht frustrierend, sondern ist einfach Teil unserer Aufgabe. Und da kommt dann dieses, vielleicht die Überleitung zu dem humanitären Wir. Ärzte ohne Grenzen, MSF wird ja immer wieder beschuldigt, so ein bisschen so eine selber zu sein. Deswegen sage ich gerne wir in den großen Raum, um einfach zu zeigen, dass wir uns exponieren und Dialog suchen sozusagen, weil einfach die Sachen extrem komplex sind und uns natürlich ganz klar ist, dass wir Forderungen aufstellen können, aber dass wir da keine Experten sind und auch gar keine Lösung anbieten können. Nicht wollen, aber auch nicht können, sondern immer wieder nur ganz klar diese Stimme haben müssen, dass es muss politische Lösungen geben für politische Probleme. Und es muss humanitäre Hilfe geben, die halt Menschenleben in dem Moment rettet, wo es in dem Moment nötig ist. Ein bisschen wie es gerade gesagt wurde. Und diese klare Auseinanderdivision, die muss es halt geben. Und es muss Lösungen geben für das für darüber hinaus. Und das ist uns total klar. Und die müssen aber politisch sein. Und weil die Frage so ein bisschen ist, ja,
diese Kooperation unterstützen. Ich glaube, dass viele Organisationen auch hier im Raum sind, die so einen großen Bauchladen haben, die eigentlich alles so ein bisschen machen und vielleicht dann auch im Haus gucken können, wie denn so eine Zusammenarbeit funktionieren kann. Ja? Und da müssen wir uns dann wieder als humanitäre Akteure uns an die eigene Nase fassen, weil ich glaube, dass diese Verzahnung, die immer wieder angetrieben wird, durchaus auch in den verschiedenen Akteuren durchaus Präsenz ist, weil, also jetzt so eine ganze MSF mal so ein bisschen ausgenommen, aber weil einfach viel gearbeitet, weil halt in verschiedenen Bereichen gearbeitet wird. Humanitär gearbeitet, es wird entwicklungspolitisch gearbeitet und wenn es Gelder gibt, wird auch noch Staaten, Nationbuilding gemacht und es kann durchaus dieselbe Organisation sein und da auch von meiner sehr privaten Sicht gibt es durchaus eine Chance dann in den Häusern, okay, jetzt sitzen doch alle drei am Tisch. Da gibt es die humanitäre Abteilung von Organisation am Tisch und da sitzt da genau diese entwicklungspolitische Abteilung mit am Tisch. Da kann man doch mal im Kleinen gucken, wie dann zumindest innerhalb der Organisation Folgekonzepte erarbeitet werden können, die halt wirklich sehr lokal sind und das einfach mal zu probieren. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Spezialgebiet, lehne ich mich jetzt gerade sehr weit raus, aber ich glaube, dass wir zusammen da auch eine Verantwortung haben und dann zurück wieder, es gibt ganz klar eine politische Verantwortung, es gibt eine politische Verantwortung, Konflikte und Krisen zu beenden oder nicht entstehen zu lassen und es gibt ganz klar eine politische Verantwortung, auf die Klimakrise zu reagieren und die liegt nicht bei den humanitären Akteuren. Mit diesem Plädoyer und mit Blick auf die Zeit wollen wir hier schließen. Vielleicht, ich habe gesehen, Simone, du hast das Mikro schon hochgenommen, können wir das mit in die Pause nehmen? Ich höre ein Plädoyer für Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also genau, wir müssen alle besser werden in Do No Harm, aber auch mehr investieren in Conflict Sensitivity und auch in Prävention. Gleichzeitig aber auch im Dialog bleiben mit den verschiedenen Akteuren und verstehen, woher wir kommen und aus welchen Werten und Motiven und welche Position nehmen wir da ein. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wir haben im Foyer so Pinnwände und auf Ihren Plätzen liegen so Karten. Wenn Sie also ein Key Takeaway hier von dieser Diskussion mitgenommen haben, was Sie sich an Ihren metaphorischen Badezimmerspiegel hängen möchten, dann würden wir Sie dazu ermutigen, das an die Pinnwand zu hängen. Die nächste Session ist zur Rolle von Koordination im europäischen Kontext und jetzt gibt es noch 27 Minuten Pause. Vielen Dank.